Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Kennt ihr das? Ihr seid alleine zu Hause, denkt euch so, was mache ich eigentlich mit meiner Zukunft, ne? Man sitzt dann da so, trinkt einen Kaffee, ja, wo sein Name draufsteht, in der Dennis-Tasse. Denkt kurz drüber nach, ey, ich habe doch im Lotto gewonnen. Wo kann ich meine überschüssigen Euronen gut investieren? Ein Haus, aber wo lerne ich das? Beim Staged Aid Simulator, ja, und zwar im Early Access Spiel, und ich weiß auch nicht wieso, gefühlt habe ich eine Reihe von Spielen bei Olympiade verschissen, bin bei DLDS super früh rausgeflogen wohl, in einem, weil ich irgendwie aktuell in der Lage bin, diese Spiele spielen zu müssen. Also ich bin mental dazu in der Verfassung, weil ich der Einzige bin von uns, ja, nicht nur der es kann, auch der es aushält. Und deswegen sage ich, hallo, willkommen beim Staged Aid Simulator, vielen Dank, dass Sie unser Spiel gekauft haben, wir hoffen, Sie haben viel Spaß beim Spielen. Möchten Sie erinnern, dass es eine Early Access handelt? Bla bla. So. Also gehen wir rein. Okay. Wen nehmen wir? Es gibt hier verschiedene Personen. Louis, Finn, Lukas. Also Mango. Paul, kennen wir von den Freuds. Felix von der Laden ist hier. Elias. Leon Mascher. Louis, weiß ich nicht. Und Finn kenne ich nicht. Lukas, der Pumper. Boah, komm mal, warum schielt denn der so komisch? Das kommt vom Testo. Ich sag's euch. Philipp und Tom. Ganz ehrlich, der Einzige, den ich kenne, mit Geld umgehen kann, ist Paul. Paul kann so gut mit Geld umgehen, dass der das KDW vor der Insolvenz retten wird. So, und das Einzige, was hier nicht ganz stimmt, ist, Geld müsste ganz oben sein und Glück auch. Aber wir gehen rein. Wir sind Paul. Boah, wählen Sie Ihre Frau. Emma? Okay, Emma sieht kompetent aus. Muss man ganz ehrlich sagen, die hat auch einen netten... Mia? Ein komischer Ort für zwei Taschen, aber naja, da ist er jetzt mal nicht. Hanna? Hanna gefällt mir gar nicht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, die guckt mich schon so streng an. Ich glaube, bei der... Emilia? Naja, Clara, Leonie und Pauline! Emma hat mich überzeugt. Emma, der Hund, steht auf Doggy. So, wir gehen rein. Einen wunderschönen guten Tag. Öffne den Koffer und nimm das Geld. Ja, so ungefähr so läuft das bei mir auch. Lol, hallo. Okay. Öffne den Koffer. Boah, was? Ich mich dumm? Ja. Das sind 100-Euro-Scheine. Wie viel Geld ist in einem Bündel? Moment. Bündel Geld wie viel? Ja. Eine Geldschein-Banderole. Ganz kurz. Eine Geldschein-Banderole. Dessen Inhalt ist dafür 100 Mal, wenn es eine 100er-Banderole sind, dann sind es logischerweise 100 Mal. Es sind immer 100. Es gibt 100er oder 20er-Banderolen. Okay, wenn da 20er bei der Runde sind, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 20, 21, ungefähr 21.000. Mal 2. 42.000. Guck mal, passt ja perfekt. Geil. LOL! Erstmal eine Pommes. Nee, noch nicht. Boah, Alter, sie ist am Arbeiten. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Hab ich gemacht. Da ist... Okay, der Skillbildschirm. Hundehaus. Okay, leere Grundstücke. Ich will das da haben. Seite schnell gehen und irgendwo hinfahren. Das kriege ich hin. Ja, wieso ist mein Haus so leer? Manchmal kommst du rein so, oh, guck mal, schönes Haus, Alter, jo. Hm. Oh. Ich hab nicht mal einen Kühlschrank, Alter. Gut. Oh, Emma. Moment. Boah, jetzt bin ich hier drin. Und hast nicht gerechnet. Okay, mein Badezimmer gibt's kein... Emma! Emma, ich liebe dich! Lass mich raus! Emma! Das ist ein Boxsack. Emma! Emma, lass mich raus! Ich komme nicht mehr raus. Ich bin tot. Emma? Ewe? Bist du da, mein Schatz? Ada, Ada. Boah, laden wir mal das Spiel, indem wir neu starten. So, hier Emma, Paul. Wunderbar. Oh Mann, So. Jetzt zur Haltestelle, fahr irgendwo hin. Das ist meiner. Nein. Das kann ich auch nicht. Das ist die Klimaanlage. Dafür war Animation. Das
Geld da. Ein Geschenk. Kann ich mir auch nicht holen. Ich kann, da guck mal, da oben steht sogar, oben links steht sogar 0 von 24. Was soll denn das? Ja, ist auch komplett normal. Also ganz ehrlich, ich stelle normalerweise auch immer direkt neben die Bushaltestelle. Na da. Casino! Geld maximieren. Drücken Sie und halten Sie Q, um eine Radaranzeige zu öffnen. Kontrolle, Schwamm. Häuser finden. Finden Sie Häuser in der Stadt, suchen Sie eine Immobilie, sprechen Sie mit dem Eigentümer und holen sich die Rechte, um sie für einen Monat zu vermieten. An die Organisation zum Verkauf. Okay, das verstehe ich. Hallo? Bitte sehr, Neffe. Ich möchte... Wir drehen uns um und gehen. Okay. Wir drehen uns beide um und gehen. Ich möchte ganz kurz sagen, dass in Berlin keine Haltestelle gibt, die Casino heißt. Casino Dei. Ulala, Moscherie mit der Piemontkirche. Na, Schnucki? Der Mann ist nicht da. Hallo? Ich weiß gar nicht, wo du deine Arme drauf ablegst. Soll das deine Knie sein? Opa Gangnam Style! Okay. Ich finde das voll gut. Ja, wollen alle, wie sie abgeht. Ich habe das Gefühl, ihr sitzt alle ganz schön komisch. Naja, gut. Ein Spielautomat. Was denn? Du hast gerade geklatscht. Jetzt weinst du, das 3-7. Dann ist das nicht mega gut? Wie kann man klatschen und... Was ist das denn hier? Was denn jetzt? Gott, Harry. Ey, du bist beide in die Klapse. Hallo? So, wer seid ihr? Wichtige Gespräche? Hallo? Na? Oder steht man einfach so? Ich bin am Telefonieren. Also wie klein bist du eigentlich? Blackjack, okay. Ja, stimmt. Beim Blackjack kann man, also ich meine, es ist Real Estate Manager, ich weiß, es wird durchaus bewusst. Haben wir so eine kleine Runde Blackjack? Okay. 18. Geil. Stand. So easy, Alter. Da. So. Richtig abgecheckt hier. Okay, wir haben 6. Ja, hätte ich eine Karte. 16. Ja, das standen wir. 14. Okay. Na, ja, egal hier. Ja, nochmal rein. Was haben wir? Wir haben 11. Da kriegen wir natürlich nur eine. 14. Gegen eine 2, der verkauft sich. Da, 21. Okay. Aber lucky. Wir müssen jetzt wieder das Geld rausholen. So läuft das nämlich. Wissen viele gar nicht. Er muss einfach verdoppeln. Lol. Da, der macht 14 und dann macht er 10 drauf. Ich stande. Okay. Moment. So. Jetzt habe ich 7. 18. Immer noch 18. Okay, also jetzt müssen wir... So, ich habe 10. Jawohl! Da, easy, so. Guck's dir an. Ja, Stand. Egal. Da, zack, haben wir auch nochmal verdoppelt. Nice. Guck mal, 65.000. Investiert nennt man das, ihr Schlampen. So, Roulette. Ja, wir nehmen 50. Ja, Moment. So, so, so und so. Komm schon. Oh. Guck mal, diese... 32. Nix. Aber nix war das. Roulette ist doch Schmutz. Roulette ist Schmutz. Blackjack ist gut. Da gewinnt man wenigstens noch Geld. Okay, komm. 25 gewonnen. Nice. Wie schmeiß ich denn da rein? 50! Ja. Okay. So, war auf jeden Fall schon mal gut. Wo bin ich eigentlich gerade? Da hinten. Von der Tammer tanken. Immobilienmarker. Unser Haus ist nicht zu vermieten. Aber hier sind Immobilien. Da rechts sind Immobilienmarker. Utopia! Da ist der fucking Weihnachtsmann. Hohoho, ihr habt die Geschenke verloren, die Kinder Silvester! Alter, welcher Weihnachtsmann gibt bitte die fucking Geschenke dem Kind an Silvesterabend? Kannst du die Stadt reisen, um sie zu finden, um sie mit zurückzubringen? Wenn du diese Aufgabe fühlst, gehört dir dieses Haus und das Überraschungs in der Garage. Ich habe kein Geld, okay? Okay.
bin am Überlegen, ob wir nicht alle Geschenke jetzt sammeln sollten. Nee, wenn wir welche finden, nehmen wir die mit. Die Geschenke sind nur draußen. Egal, wir wollten erstmal hier rein. Die Friedrichstraße. Da. In die Tau-Entziehen-Straße. Oder die Tau-Entziehen-Straße. So, lass mich hier. Wanted. Da ist Wanted. Können wir bitte ganz kurz darüber reden, dass ich ab jetzt in Zukunft immer grundsätzlich so begrüßt werden möchte. Alle, die da draußen sind, mir gerade zugucken, ja. Wenn ihr mich seht oder mich anschreibt oder so, das ist der Kleidungsstil, der angemessen erscheint. Estate Agent Simulator zeigt mir, dass das ein absolut angebrachter Kleidungsstil ist. Deswegen möchte ich, dass das ab jetzt auch so ist. Hallo, Lena, hallo. Wenn Sie die Mietrichter meinem müssen Sie Nil bezahlen. Das ist zu hoch. Guten Tag, das ist ein Geschäft, ich kaufe es. Das ist teuer, teurer als ich dachte. Okay, also ich könnte es für 43.000 jetzt mieten. Okay, Moment, wie funktioniert die ganze Geschichte? Wie kann ich denn die Mietrechte an einem Haus kaufen? Das heißt, du bleibst darin wohnen, aber du zahlst mir ab dann Miete? Musst du also Mietrecht kaufen? Moment, kann ich mir das Mietrecht erkaufen? Mietrecht kaufen. Verkaufsrecht, vermietete Wohnung auf Eigenbedarf kaufen und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt legit gar keine Ahnung, gerade auf Lock. Sauberkeitsschnitt, das ist teurer als ich dachte. Neues Angebot, ich biete 15.000. Tut mir leid, ich kann dieses Angebot nicht annehmen, sie sollten mir mehr bieten. Aber aufgegeben. Okay. Realtor wanted. Ja. Der Preis beträgt nur Nil. Das ist dein Geschäft. Scheint mir ein bisschen zu hoch. Ich biete dir 35.000. Können Sie den Preis aufnehmen? Es ist nicht möglich, dass Sie sollten mir mehr bieten. Ich biete dir 36.500. Kann es Nil sein? Ja, ich weiß es nicht. Okay. Ich habe aufgegeben. Ich muss uns ehrlich sagen, ich kann nach Hause gehen und schlafen. Okay. Hier ist unter den Linden. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ja, in was für einer fucking Welt leben wir eigentlich, wo halt alle ihr scheiß Haus vermieten wollen. Naja, Büro. Dafür brauchst du Talent. Naja, okay, also ja, ich sei ja zu dumm dafür zu sein, einen Hund zu streicheln. Immerhin sagt man das Spiel das so auf so eine nette Art und Weise. Oh, cool. Ich kaufe mir jetzt mal hier ein Bierchen, ne? Pommes. So. Auf Reisen. What the fuck? Naja. So, hier liegt auf jeden Fall jetzt im Hintergarten. Da liegt noch ein Geschenk. Jawohl. Emma, hallo, wie geht es Ihnen? Ich finde das vernünftig, dass meine Frau mir geht es gut. Ich fühle mich nicht so gut. Ich habe heute nicht so viel Geschäft gemacht. Boah, Alter. Was ist denn passiert? Willst du es mir erzählen? Dann kannst du mir etwas Geld geben. Natürlich, mein Schatz. Ich habe 500. Ich gebe auf bald dein Geld für dich. Okay. Ich fühle mich nicht ganz so gut. Kümmere dich nicht um mich. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich habe was auf dem Herzen. Du kannst es mir sagen. Ich möchte heute Nacht mit dir zusammen sein. Ich habe nicht die Energie dafür. Ja, gut. Okay, schade. Hallo. Was machst du denn hier? Ich sitze nur hier. Ich schaue mir einen Film an. Du kannst mir Gesellschaft leisten. Boah, wir gucken Half-Life 3. I'm waiting for the third. Alter, das ist ein Banger. Alter, er schielt ja komplett sein Auge. Okay, Emma geht einfach. Jagen kann ich leider nicht. Ach, jetzt musst du noch arbeiten, Schatz, ja? Wie spät haben wir denn? Ich habe noch zu tun, kann ich später mit dir reden? Warte auf dich. Ich arbeite. Und was willst du? Ich habe etwas auf dem Herzen. Du kannst es mir sagen.
Ich möchte Kinder mit dir. Mein Schatz, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Okay. Was immer du wünschst. Naja. Hab's probiert. Wie spät ist es eigentlich? Kann man das irgendeiner sagen? M. M ist Ausfahrt. Ich hier im Kreis fahren. Das ist eine Rennstrecke. Okay, ich lege mich aber ins Bett. 9 Uhr stehen wir auf. Okay. Alter, immer arbeitet. What? Womit habe ich den 18.000 verloren? Womit habe ich den 84.000 gewonnen? Emma! Emma, wo bist du? Toll. Hey, Emma, for real, wo bist du? Bist du weg? Meine Frau hat mich verlassen. Hallo? Was ist das da? Oh cool, da vorne ist die Rennstrecke. Ah, also jetzt fühle ich dich aus. Guck dir an, Alter. Die fette Rennstrecke. Damit ihr kein nichts mache. Schade. Na gut. Okay, wir gehen nach Utopia und kaufen uns jetzt hier so die Mietrechte. Ich renne einfach die Strecke, das geht irgendwie schneller gefühlt. Kid King Race Club. Ja, jetzt noch nicht. Erstmal kaufen wir uns jetzt ein Haus. Da ist sie wieder. Ja, also ich möchte nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass angemessene Kleidung immer wichtig ist bei jedem Gespräch. Und ich finde, das ist dein Angebot. Ich kaufe es. Geil. 8 Fähigkeitspunkte. Was machen wir denn damit? Du kannst ein Haus bauen, um einen Hund zu zähmen. Du kannst jetzt mit deinem Hund spielen. Das möchte ich haben. Hausreinigung. Kannst du Häuser, die du kaufst, reinigen. Die ist heute mietwert. Schwamm. Dann an die Wand geschissen. Okay. Einfach noch so einen Fleck gemacht. Kein Problem. So. Machen jetzt ganz entspannt, machen wir erstmal sauber. Durchschnittlicher Mietwert des Hauses. Das war krass, Alter. Ganz ehrlich, wenn ich mir einfach 2000 oder so Euro sparen könnte, würde ich ja selber die Wand putzen. Ah, gut, guck mal, man muss da auch aufpassen, ne? Die Flecken sind ja auch versteckt an der Stelle. Sie könnten überall sein. Moment. Auch nicht. Jawohl. Denn da brauchen wir was anderes für. Geil. So. Und jetzt? Tablette. Außeninformation. Ich möchte es in der Garage lagern. Er hat mich in der Garage. Es gibt ja auch nur, also was denn für eine Nachbarschaft, Alter. So, okay. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich möchte. Moment, ne, ich möchte als allererstes. Ja. Ah. So. Jetzt kann ich eine Hundehilfe haben. Sehr gut. Jetzt sehen wir das in meine Tablette. Eine E-Mail. Okay, ja, okay, das habe ich wieder gesehen. Reiniger. Das kostet 100 XP. Okay, ne. Informationen zum Haus. Okay. Kamera. Längerhaus. Ein paar Fotos machen immer wichtig. Damit die Leute auch wissen, was man so kriegt. So. Bestenliste. Naja, fast. Eine Fotos. Okay. Tapeten. Okay. Okay. Sehr gut. Wie vermiete ich dieses Haus denn jetzt als nächstes? Okay. So.
was für Sachen gibt es denn hier? Kannst du wirklich einen Kredit aufnehmen? Stadt verklagen, Glück, laufende Zeitung, Mieten eintreiben. Also gehe ich jetzt zu Leuten und frage dann, ob die darin wohnen wollen? Das ist der Trick? Wir gucken mal. Ich habe auch kein Problem damit, mir selbst die Hände schmutzig zu machen, ne? Da. Hallo. Wo willst du denn hin? Das geht dich gar nichts an. Ich bin in Eile. Na gut. Na gut. Okay. Okay. Also ich habe ein Haus. Das ist natürlich eine Rutschmechanik. Absolut angebracht. Wie kriege ich das denn jetzt vermietet? Vielleicht meine Frau, Emma? Kann Emma mir dabei helfen, ist ja die große Frage. Ach, Emma. Emma, du geil Sau. Weißt du, was das ist? Wenn ich Geld brauche, Blackjack. Estate Agent. Das Haus mieten. Inserieren Sie die Häuser auf dem Tablet. Sammeln Sie täglich die Mieten ein. Sprechen Sie mit Kunden, indem Sie Miniaturen sich kommen. Okay. Ah, Web. Ah. Täglicher Mietwert. 7.500. 9.000. 8.000. 7.000. Geil. Ach, guck mal. Alter, nice. Wie einfach dafür 50 Euro gibt. Was ist denn die falsche Schmeiße? Hier gibt's nix. Okay. So. Anzeige aktiv. Oh ja, hier Fotos. Da. 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 Ja. Ich würde sagen, ich gehe zurück nach Hause. Man geht schon nach oben ins Bett. Ah, guck mal. Sind wir wieder gut. Emma, wie sieht's aus? Emma. Ich habe noch zu tun. Ja, aber. Hier ist wieder eine Weile. Was willst du? So. Wir legen uns jetzt ins Bettchen. Emma ist schon ein bisschen grantig, muss ich sagen, an der Stelle, ne? Ihr sagt immer nur, was will ich. 9 Uhr, alles klar. Das hört schon an, als wenn ich eine E-Mail hätte. Verlorenes Geld. Da. Haben wir eine E-Mail? Jawohl. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag der Lagerhaus-Battles. Du musst kommen. Okay. Okay. Ja, ich möchte immer den ganzen. Alter, Emma, Junge! Ah, Schnaggi? Wünsche dir viel Spaß. Ich muss arbeiten, ne? Alter, der Alte jetzt hier erstmal schuften und aggern, ne? So, Lagerhaus-Battle. Ja, da. Da gucken wir mal, was wir da haben. Da, Plastik. Glas. Oh, Plastik. Nice. Was ist das da? Ah. Okay, ja. Sprechen. Ich bin ein bisschen in Eile. Ich möchte das Haus für 12 Tage mieten. Leider besteigt das mal bitte. Können Sie 4.100 akzeptieren? Problem. Piss dich, Alter, Junge. Ich verzeih keine Almosen, ja. Wer sich nicht leisten kann, reich zu wohnen, soll sich bitte verpissen. Computer. Oh. Mal ein Foto von Emma noch. Buchhalter. Oh. Achso, ne, hier, ich möchte die haben. Entladen, finde ich auch gut. Nice. So, guck mal, da ist jemand. Hallo?
Was wäre ich? Ja, ich bitte um Entschuldigung. Vinyltag. Okay. Jawohl. Dann nehmen wir an. Ich danke Ihnen. Sie haben das Haus zum ersten Mal vermietet. Mega geil. Informationen zum Haus. Vermietet. Eigentümer. 30 Tage. Mietvertrag 12 Tage. 11 Tage. Mega. War gut. So. Herzlich willkommen. Der Autoreparaturmann. Ich möchte mein Auto reparieren lassen. Packen Sie Auto im des Eingangsbereiches. Das Problem ist halt, aber ich glaube, ich habe kein Auto. Könnte sein, dass das mein Auto ist. Oder das hier halt, aber... Artikel tragen. Ah, okay. Ich habe ein Auto. Oh. Ich habe eine Nosseinspritzung. Marit Jung! So. Mit dir kann ich nicht reden? Mit dir auch? Doch, mit dir kann ich sprechen. Okay, ja. Ja, ich will ein Rennen fahren. Parken Sie Auto innerhalb des Feldes. Race Start Area. Haben sofort. So, und. Hab ich gemacht. Ja. Ja. Also gut, wenn kannst du mein Auto haben. Okay, ich muss nie für das Rennen bezahlen. Ich akzeptiere es. Okay. Also ich sehe... Ich sehe die Problematik, das mit einem Transporter zu schaffen. Schade. Hätte ja sein können. Alter, das ist eine Schanze. Alter, dieses Spiel alles. Ich spiele einfach alles. Oh! Ich meine, ich habe einen fucking kleinen Transporter mit Nosseinspritzung. Was will man mehr? Muss ich tatsächlich sagen. Ja, eine Kurvenladung. Lage. Es bin leider zwei da. Da kann man nichts drum drehen. Ja. Exit. Beim nächsten Mal. Ich habe noch 0 Euro. Okay. Mal ganz kurz vorbei. Und wie meinem neuen Mieter geht. Er hat sich noch gar nichts eingerichtet. Hallo! Aber kein Bock auf mich. Sorry. Ah, ist kein Problem, stell ich mal nicht so an, ne? Denn da vorne steht auch wieder jemand, der mein Haus vermieten möchte. So, okay. Das gehe ich immer erzählen. So. Ah, ein gutes Weihnachtsgeschenk. So, jetzt ist da Auktion geöffnet. Das ist jetzt hier vorne, ja. Real Estate. Das Haus da vorne ist die Auktion. Was ist mit dem da los? Einmal schön in der Maul. Mein Angebot da nicht verbessern. Kein Geld. Okay, geil. Das gibt's auch. Ich habe leider keinen Moneys. Wo ist die Bank? Das ist das Glücksspiel. Du kannst, indem du Geldautomaten in der Stadt gehst. Okay, da vorne gibt's Kredit. Kredit ist immer wichtig. Ja, auch in echt. Nennt man Leverage-Effekt. Und heißt,
Umso mehr Schulden du hast, umso höher ist die prozentuale Vermehrung des Eigenkapitals. Credits. Genehmige Horchtalent. Okay, ich habe 11.000. Schnell wieder zurück. Ich will mitspielen. Ganz wichtig. Da werden gerade Geschäfte gemacht. Nein, warte auf mich, Digga. Ja. Bin auch dabei. Verstanden. Nee, nee. Jetzt verpisst euch alle. Halt dein Maul. Haltet alle euren Maul. Okay, jetzt habe ich das gekauft. Und jetzt? Die gehen alle nach Hause. Moment, jetzt habe ich mal Ding gekauft. Was? Was soll denn das? Waller? Sag Waller. Oder ist das jetzt morgen? Boah, Alter. Vielleicht lutscht mir Emma heute ein. Mein Leben hier als Real Estate Agent ist aber auch echt überdimensional krass. So, da, Emma. Ja, wir gucken uns nochmal einen Film an. Ja, das ist eine romantische Komödie. Good Season. Okay, das ist ein Nazi-Kapitän. Alte Männer. Ach, guck mal, ein Mann und eine Frau. Ich liebe dich so sehr. Hallo. La, 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 la. Ich male dich, als wenn ich schon erst drüber. Geil, und dann bumsen die. Einmal, jetzt hast du Bock. Hast du Bock da drauf? Hallo. Was machst du denn hier? Ich sitze nur hier. Okay, ich habe etwas auf dem Herzen. Du kannst es mir sagen. Habe ich die Energie dafür? Aber was denn? Was ist denn los hier? Ja, was ist los? Früher ging immer ab. Wir schlafen. Ist auch schon 8.30 Uhr. Schön geschweige 13 Stunden. Emma! Emma, ja klar. Machst du gerade? Wird eine Weile dauern. Okay. Wir sehen uns später. Eine Mail. Neues Auto ist im Autoshaus verfügbar. Ja, okay. Und was ist das da? Was heißt das? 200 Meter. Das ist das Autoshaus? Ne, das Autohaus ist das da vorne links, da. Oh, kann ich da jetzt meinen Preis von gestern? Einfach, ich bin ja abgezogen worden. Ich weiß auch nicht genau, wo das liegt. Boah. Das ist mein Haus! Oh no. Oh ja! Yeah. Was will er denn? Ich bin doch hier gerannt. Hallo, Tobias. Haben Sie die Miete vorbereitet? Ich zahle sofort, das war's. Danke Ihnen. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Einblick in den Casino-Simulator, bestanden. Den Estate Agent Simulator. Sind jetzt knappe 45 Minuten dran. Ich finde, wir hauen uns am Ende nochmal ganz kurz Geld auf den Arsch. Arnold leider zu. Ich dachte mir gerade, wie geil ist das denn? Ich könnte mir einfach Waffen kaufen. Aber leider ist dem wohl nicht so. Bitte sehr, Neffe. Ich möchte dein Auto nicht kaufen. Wir drehen uns um und gehen. So. Gewinn jetzt nochmal kurz was. So, reingeht. Mal 13. Schade. Okay. Jawohl! Gar kein Problem. Jetzt sind wir schon 2000 im Plus. Das denken wir. Schade. Ja, Stand. Wir kriegen einfach das zurück. 14. Ne. Macht 16. Aber Stand. Geil! Da habe ich das Gefühl, wir investieren mal ein bisschen mehr. 12. Hit. 15. Ne. Und jetzt. Okay.
Alles bis auf einen. Hier 7. 18. 14. Tja, und so einfach kann man all sein Geld verlieren. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wir werden uns in diesem Spiel wahrscheinlich nie wiedersehen. Lasst euch jetzt noch ganz kurz mit. Angie alleine.